Heute muss ich zu einem Thema Stellung nehmen, worüber ich schon wochenlang gefragt werde. Wie ihr im Titel schon entnehmen konntet, geht es um meine beiden Clan-Member, BVS, Briff und Ocean. Und wie die meisten von euch das Video von Amar damals gesehen haben, deutschsprachige Spieler, Brüder, Team im Solo Cash Cup, nicht in FNCS, weil viele behaupten ja, dass sie in FNCS geteamt haben, das war in einem normalen Solo Cash Cup, was die Sache aber auch nicht verharmlost. Brooklyn war halt auf jeden Fall Briff und hier Psycho Scuff war halt auf jeden Fall Ocean. Und heute hat halt Amar ein Video dazu hochgeladen und auf Briff sein Statement reagiert und ich habe noch nie öffentlich was dazu gesagt, deswegen dachte ich mir, okay, ich sag meine objektive Meinung dazu und ich werde nicht irgendwie mit voreingenommener Meinung da rangehen und irgendwie Briff gut reden, nur weil er in meinem Clan ist oder Ocean. Viele fragen sich, ey, wie konntest du überhaupt Briff und Ocean in deinen Clan nehmen, wenn du wusstest, dass die geteamt haben? Ihr kennt gar nicht die Vorgeschichte zwischen Briff und mir, ich kenne ihn schon seit 2018, als ich mit den Streams auf YouTube angefangen habe und ich weiß, was für ein guter Mensch er ist und dass er dieselbe Intention wie ich hat mit YouTube, denn er will seiner Familie, vor allem seiner Mutter helfen. Und wenn einer ihn nachvollziehen kann oder weiß, wie es ist, Hate zu bekommen, dann bin wohl ich das. 100%, er hat mir ja nichts Böses getan, er hat anderen was Böses getan. So, ich kann ihn eh verzeihen. Was ich ihn aber nicht verzeihen kann, und das, dafür lege ich meine Hand für ins Feuer. Jetzt bin ich echt gespannt. Haben Sie das von euch gewünscht? Ach ja, und falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn ich öfter auf Sachen reagieren soll. Dass ich das nochmal ein Statement nehme, weil er ja auch schon sehr öffentlichkeitsgerichtet ist. Es geht um die Situation, wie nennt man das am besten? Er und sein Bruder haben geteamt in einem offiziellen Turnier, sind ins Finale gekommen und haben dann mehrere Pro-Player, ja, gegrieft, sagen wir mal so. Und haben das so mäßig vertuschen wollen, dass sie geteamt haben. Jetzt hat er schon öfter zugegeben, also er hat es immer vertuscht oder die haben es immer vertuscht. Jetzt hat er es zugegeben, dass sie es tatsächlich gemacht haben. Immer indirekt. Er hat nie direkt gesagt, so ja, habe ich gemacht oder so. Und er wurde anscheinend von unserer Community extrem beleidigt. Was? Ich sofort, und das habe ich auch von vornherein gesagt, sowas heiße ich nicht gut. Nicht nur extrem beleidigt, was ich da teilweise für Kommentare gesehen habe. Leute haben ihn den Tod gewünscht wegen Fortnite. Wirklich, also jeder, der irgendwie den beleidigt oder sowas, gehört einfach nicht zu meiner Community. Punkt. Oder andere beleidigt, gehört nicht zu meiner Community. Punkt. Das ist einfach ein Statement, das ist eine Aussage. Nichtsdestotrotz, was ich aber auch nicht willige ist, dass irgendwelche Leute anfangen zu cheaten, zu teamen, keine Ahnung was, zu popeln im Stream. Sowas dulde ich einfach nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Sowas verstößt gegen das Competitive-Gesetz. Und das Competitive-Gesetz ist ganz klar, du darfst nicht dagegen verstoßen, weil sonst nimmst du den anderen eine faire Chance. Das ist so für mich die Endstufe, wo ich sage, diese Linie darf nicht übertreten werden. So, das ist das zu dem Thema. Und ich weiß ja, wir haben so Running Gags, ne? Wenn wir dann ihn in der Tabelle irgendwo sehen, Buh oder sowas. Okay, fein. Aber ein Buh verdeutliche einfach nur, ich möchte ihm keine Aufmerksamkeit geben. Nicht irgendwie, weil ich ihm was Böses will oder sowas. Ich will. Er hat nicht nur Bu gesagt, sondern auch Shitter und so. Also das kann er auch erwähnen, keine Ahnung. Da sind noch mehr Worte gefallen außer Bu. 0,0 Böses, sage ich euch ehrlich. Da bin ich zu 1000% ehrlich zu euch. Weil er ist halt noch ein Kind. Er weiß gar nicht, was er da macht. Sage ich euch ehrlich, er ist ein Kind, er weiß nicht, was er macht. Ein Jugendlicher, ein Heranwachsender. Er weiß noch nicht, was er mit den Konsequenzen auch auf sich zieht. Die haben sich auch Second Accounts gemacht. Die hießen vorher ein bisschen anders und haben sich dann Second Accounts gemacht, haben dann irgendwie gezockt darauf und so und dann damit auch Turniere gespielt. Einige sagen aus der Community, es ist noch nicht bewiesen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon von Karma mal irgendwie einen Clip rübergeschickt bekommen. Hier, guck mal, der hat Makros an, der hat Dings an. Wie nennt sich das? Soft Aim und so. Jetzt mal ganz offen und ehrlich, ich kenne Briff privat. Ich habe schon öfters mit ihm gezockt und so. Und der Einzige, der Makros benutzt, bin dann wohl eher ich. Beziehungsweise Anti-Mikros beim Zurückeditieren. Ihr wisst doch, Ledger hat mich exposed, dies, das. Und ich habe schon so oft mit Briff gezockt oder 101s gemacht. Und ich kann euch zu 100% beziehungsweise zu 1.000.000% bestätigen. Soweit ich weiß, was ich mitbekommen habe. Okay, in den letzten 2-3 Wochen haben wir jetzt nicht mehr so viel gechillt, weil ich Real-Life-Videos gemacht habe und private Probleme hatte. Aber wo wir Kontakt hatten, wo wir zusammen gespielt haben, würde ich meine beiden Hände, Füße, alles, Alter, ins Feuer dafür legen, dass er nichts Illegales gemacht hat. Das sind dann diese Gerüchte von Menschen, die einfach nicht gönnen, weil sie selber nichts Besseres reißen und sich so denken, ey, der hat doch schon mal geteamt und so und der ist trotzdem immer noch ganz oben, placed gut, placed besser als ich, holt trotzdem noch Earnings und so. Das ist wieder dieser Punkt, wo ich sage, ey, du machst einen Fehler und wirst für den Rest deines Lebens verurteilt. Klar wird er ab jetzt immer Teamer genannt, so wie Leute für immer bei mir Faker sagen werden. Damit muss er leben und ich auch leben. Aber solche Anschuldigungen sind einfach nur unnötig und gesteigert und zeugt einfach von nichts gönnerischem Verhalten. Ist natürlich nicht bestätigt, aber wenn er das machen sollte, er oder sein Bruder, dann ist natürlich auch nochmal eine andere Grenze überschritten und dann muss man auch einfach sagen, haben sie Competitive nicht verstanden. Weil Competitive heißt nicht, dass du um jeden Preis gewinnst.
Das ist so, als würdest du dopen. Dopen im Fußball, dopen im Leichtathletik, dopen, Doping für die Haare. Keine Ahnung. Das ist aber auch schon wieder, schau mal, er wirft eine Aussage in den Raum ohne jegliche Beweise und er weiß gar nicht, wie sehr er mit denen damit schadet. Kommt mir jetzt nicht mit diesen Kommentaren. Z-Max hat gesagt, er wird objektiv an die Sache rangehen und nicht zu Briff und Ocean stehen. Auch Z-Max redet nur gegen Amar und so. Nein, kommt mir nicht damit. Weil er soll doch dann wenigstens die Clips zeigen. Wisst ihr, wie ich meine? Was ich mir so bei Amar denke, er weiß gar nicht, was das für ein Ausmaß hat und was für ein Hate das eigentlich erzeugt hat. Und zum Beispiel auch solche kleinen Aussagen, was das für Hate erzeugt. Sowas kann man erst nachvollziehen, wenn man das selber gespürt hat. So, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, egal was passieren wird, ich werde immer hinter Briff stehen. Ja, ich weiß, er hat geteamt. Aber ich weiß auch, dass er sich gebessert hat und daraus gelernt hat und sowas nie wieder machen würde. Wenn du das machst, bist du ein Loser. Ganz einfach nur mal. Egal wer das ist. Wer es macht, ist ein Loser. Dass man mit. Dahingehend gebe ich ihm auch recht. So, aber solche Behauptungen ohne Beweise aufzustellen, fühle ich halt nicht und finde ich echt nicht korrekt. Man manchmal nicht umgehen kann als Leistungssportler und sowas. Kann man alles total verstehen. Ist auch nochmal auf einem anderen Niveau. Aber hier in Fortnite, wo jeder von zu Hause aus spielt, und dann hat irgendein Streamer ein Statement dazu gegeben. Plus er selber hat auch nochmal ein Statement, also hier so ein Twitlonger gemacht. Ihr kennt das doch, jeder. Ey, wow, Modelico, größter Ehrenmann. Ich verlinke euch Modelico, der streamt fast jeden Tag auf Twitch. Gönnt ihm auf jeden Fall, okay? Ich hab den auch so ein bisschen kennengelernt. Der hustelt die ganze Zeit, hat selber auch einen Clan, beziehungsweise eine Orga. Gönnt dem Bruder, der ist privat so korrekt. So, weißt du? For real, Digga. So, man macht Fehler, man lernt aus seinen Fehlern. Amar zum Beispiel, ich feiere Amar, jeder feiert Amar. Amar ist lustig, seine Streams sind geil, ist das. Aber der hat mit dieser Scheiße, die er an den Tag gemacht hat. Das ist schon mal sympathisch. Ich feiere Amar, jeder feiert Amar. Ist schon mal eine Aussage, die auf jeden Fall erstmal irgendjemand mit dem Gegenteil beweisen muss. Oder hat der eine Welle ausgelöst, die komplett eine psychische Belastung für Brief bedeutet. Okay? Egal, was er gemacht hat. Nach der Aktion von Amar ist eine Hate-Welle entstanden, eine heftige. Leute kamen in seinen Stream an dem Tag, der hatte 1000 Zuschauer und 1000 Leute, die ihm all den Tod gewünscht haben. Die ihn beleidigt haben, die seine Familie beleidigt haben, seinen Bruder beleidigt haben, weißt du? Seine Mutter beleidigt haben. Ja, die sagen, ich hab Sachen gelesen, wie ich hoffe, ein Bus überfährt dich oder ein Auto überfährt dich und du stehst nie wieder auf und so ein Scheiß. Manche sagen, ich hoffe, du überlebst, wie ein Krüppel. Komplett behinderte Scheiße, Digga. Weil man in Fortnite teamt, Digga? For real? Solche Sachen wünscht man jemanden, Digga, wenn man in Fortnite mal einmal geteamt hat, Digga? Bruder, beruhig dich mal ein bisschen, das ist ein Game. So, es ist ein Spiel. Es gibt zuständige Leute, die für sowas eben da sind, die solche Leute eben wegbannen sollen, Digga. Man soll seine gerechte Strafe erhalten. Ich sag nicht, dass es gut ist, was er gemacht hat. Ganz im Gegenteil, es ist scheiße, Digga. Aber das hat er im Nachhinein auch erfahren. Und das weißt du auch. Der hat seine eigene Haut komplett gespürt, Digga. Aber nichts, Digga, nichts rechtfertigt diese psychische Belastung, die ihr versucht, auf den Jungen auszuüben, Digga. Nichts, gar nichts. Er hat es so hart auf den Punkt gebracht. Also wirklich alles, was ich eigentlich sagen wollte, hat der Bruder gerade auf den Punkt gebracht. Ich meine das so hart ernst. Und versteht mich nicht falsch, ich schaue auch jedes Cup-Video, wo er so auf Benji und so reagiert von Amar und feier die. Aber ich weiß halt, wie Briff und Ocean privat drauf sind. Und natürlich sage ich dann was dagegen. Wisst ihr, wie ich meine? Guck mal, ich würde es ja verstehen, wenn er in Real Life, Digga, deinen Familienmitglied was getan hätte. Ja, wenn er Familienmitglied von ihr tot geprügelt hätte, aufgeschlitzt hätte, erschossen hätte, ermordet hätte, vergewaltigt hätte, was auch immer. Dann sind das logische Gedankengänge, die man so führen kann. Aber Digga, doch nicht, Digga, weil jemand im Fortnite-Team, Bruder, what the fuck. Wallah, hast du sehr schön gesagt, wallah. Super sympathisch. Versucht das Ganze zu thematisieren. Versucht das Ganze nochmal von außen zu sehen. Man merkt, da ist so eine gewisse Reife auch bei ihm. Das Ding ist, Chat, er hat recht. Mit paar Dingen. Er hat bei paar Dingen recht. Jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Also jetzt bin ich sowas von gespannt. Zum Beispiel, erstens, es gehört sich nicht, jemanden tot zu beleidigen. Mhm. Was auch immer er gemacht hat. Das gehört sich nicht. Und das habe ich von vornherein gesagt. Das gehört nicht zu meiner Community, wenn die Leute das machen. Und ja, ich habe nichts gemacht. Ich habe nur darauf, ich weiß, Chat, ich will mich ja auch gar nicht rechtfertigen oder so. Mache ich auch gar nicht. Rechtfertige mich nicht. Ich möchte mich einfach nur zu der ganzen Situation äußern, weil ich es auch nicht gut heiße. Ich weiß, andere Streamer haben jetzt nicht irgendwie, die sehen sich nicht in der Pflicht, irgendwie so eine verantwortungsvolle Person zu sein oder so. Aber ich sehe mich dort. Ich sehe mich dort auf jeden Fall. Ich sehe mich dort auf jeden Fall, dass ich so eine gewisse erzieherische Pflicht auch irgendwo habe. Klar, ich kann auch mal komplett dumm sein und irgendwie ausrasten und so. Das gehört dazu. Ich bin auch irgendwo noch Kind. Ich glaube, wenn Amar kein YouTube machen würde, er wäre Safe Epic Games Mitarbeiter. Ist einfach so, sonst würde ich nicht meistens den gleichen Humor haben wie ihr. Ich sehe es aber trotzdem in meiner Pflicht, dass ich euch genau...
das ist auch scheiße. Hat er nicht aber gemacht. Das ist die Sache, die er getan hat, ist scheiße. Das rechtfertigt aber nicht, dass man ihn zu Tode beleidigt. Bitte, bitte einfach respektieren. Digga, wie viele wurden in meinem Chat Subscriber von mir, die mich monatlich unterstützen, wo ich sagen könnte, scheiß drauf, Digga, dann sollen sie ihn halt beleidigen. Nein, können sie nicht. Ganz einfach, weil ich versuche, euch eine gewisse Lektion zu erteilen und zu sagen, ey, das geht nicht. Und korrekt, dass er das jetzt sagt. Also wirklich richtig korrekt von ihm. Ja, ich bin auch für vielen Spaß zu haben, aber nicht für sowas. Ich find, das gehört sich einfach nicht. Anscheinend geht ihm das alles sehr zu Herzen, deswegen möchte ich da auch nochmal drauf reagieren. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ihm das zu Herzen geht. Er schreibt mir auch so manchmal privat. Zum Beispiel, als der Buga Cup irgendwie Top 100 geplaced ist und in der zweiten Runde war und als Amar dann ihn so richtig schlecht geredet hat und die ganzen Leute ihn dann auf Twitter auch noch getrashtalkt haben und so. Ich musste ihn so hart aufmuntern und ich hatte so oft schon mit ihm das Gespräch, dass er sich das nicht zu Herzen nehmen soll und so. Und glaubt mir, ihr wisst gar nicht, wie schlimm das für einen Menschen ist. Ihr seht immer nur die Videos oder so. Ihr bekommt es einfach gar nicht im Hintergrund mit, wie sehr man damit einen Menschen fertig macht. Am Anfang, wo ich gehatet wurde, so bei mir kam das auch alles immer nah. Aber mittlerweile so, ich bin komplett immun gegen Hate. Wisst ihr, wie ich meine? Im Endeffekt, so in Real Life würden diese Leute sich nicht mal trauen, etwas zu sagen. Wisst ihr, wie ich meine? Was im Internet ist. Wie gesagt, ich will das nicht gut reden, was sie gemacht haben. Im Gegenteil, es ist falsch. Und ich find's auch irgendwie dumm, dass sie nicht mal so eine Auszeit bekommen haben. Wisst ihr, wie ich meine? Dass sie nicht mal so für einen Monat, man hätte eigentlich dafür permanent gebannt werden sollen. Weil wenn du in einem Cash Cup teamst so und dann zum Beispiel Face Jarvis ein Aimbot-Video macht und dafür gebannt wird, dann ist das mindestens genauso schlimm. Wisst ihr, wie ich meine? Und was die meisten Leute, glaube ich, aufregt und was er auch noch sagen wird, dass sie nicht mal eine Verwarnung dafür bekommen haben. Die haben nichts dafür bekommen. Was ich aber auch dazu sagen muss, es gibt so viele andere, die auch teamen bzw. geteamt haben. Zu denen hat aber Amar kein Video gemacht oder nichts dazu gesagt. Die beiden hat es erwischt, so wisst ihr, wie ich meine. Dann hat er noch ein Statement gemacht. Ich lese das einmal ganz schnell vor, dann müsst ihr nicht selber lesen. Nach einer langen Downphase muss ich mal klare Worte sprechen. Ich bitte euch, diesen Tweet einfach nur einmal neutral durchzulesen und eure eigene Meinung zu bilden und danach zu handeln. Wie schon jeder von euch mitbekommen hat, habe ich und mein Zwillingsbruder bei dem Solo Cash Cup am 30.05. geteamt. Klare Eingestehung der Tatsache. Wir haben es ja versucht, vehement zu leugnen, aber jetzt, das ist schon mal ein Schritt der Besserung, sagen wir mal so. Als erstes war es nur ein Absprechen des Landing Spots, damit wir uns nicht gegenseitig die Runden versauen. Machen auch viele Pros. Ey, habe ich auch von vornherein gesagt, feiere ich eigentlich nicht, aber ist anscheinend gang und gäbe in Fortnite. Und dann wurde es zu Teaming. Okay, check. Es war nicht von vornherein geplant und das eine führte einfach zum anderen. Ich weiß heute, dass es der dümmste Fehler war, den ich jemals gemacht habe. Und das sage ich nicht, weil ich mich damit selber in den Dreck gezogen habe, sondern weil ich damit die ganze Fortnite Competitive Szene respektlos behandelt habe. Mhm. Sehr erwachsen bis jetzt alles. Es war einfach nicht fair gegenüber Leuten, die hart arbeiten, die hart daran gearbeitet haben, sich etwas aufzubauen. Ich fühle ja komplett mit euch, weil ich ja selber eigentlich so einer bin und komplett am Grinden bin normalerweise. Das ist auch so. Also wenn ich on bin, schaue ob Briff on ist, so der ist 24/7 am Grinden, trainiert die ganze Zeit. Also so einen Willen wie der haben nicht viele, vor allem auch mit dem Talent dann zusammen. Also ich habe ihm schon öfters gesagt, hätte er noch ein bisschen besseres Mindset und wäre nicht so toxic, so dann würde er ganz, ganz weit oben mitspielen. Er spielt ja jetzt schon oben mit, aber ansonsten würde er noch weiter oben mitspielen. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen verstehe ich heute selber nicht, was damals in mich gefahren ist. Hiermit entschuldige ich mich bei allen Beteiligten. Bei Amar, Ariana SMG, Joa, Mitro, Maxe, Benji, Milan und Verox. Ich entschuldige mich bei euch allen für mein Fehlverhalten. Check, alle, die eine Entschuldigung nicht annehmen, die sind 5 Jahre alt. Mein größter Respekt, also ich kenn's ja selber, manchmal habe ich auch Fehler gemacht im Leben. Hab's auch nicht direkt als Fehler gesehen und dann bin ich immer in dieser aggressiven Stellung. Wisst ihr, wie ich meine? Man ist nicht in der Defensive, sondern man geht, deine Defensive ist deine, also dass du dann wieder attackierst. Und so war ich, so hat er das auch anscheinend gemacht. Wie gesagt, wir müssen ja nicht mit ihm befreundet sein. Wir müssen ja auch, uns muss ja auch noch nicht mal angehen, was er macht oder nicht macht. Das ist ja komplett fein. Ich kann ihn verzeihen für seine Gedankengänge. Dafür kann ich ihn verzeihen. Als Mensch kann ich ihn verzeihen. Zu 100%, er hat mir ja nichts Böses getan. Er hat anderen was Böses getan. Ich kann ihn eh verzeihen. Was ich ihn aber nicht verzeihen kann, und das, dafür lege ich meine Hand für ins Feuer, ist, ja, ihr wisst ja, hier, zweite Chance, etc. Aber das kann ich ihm nicht verzeihen. Und Leute wie Jarvis und so, die wurden Lifetime für Aimbot oder so, und sowas gebannt. Komplett, das habe ich auch angesprochen. Die dürfen nicht mehr Fortnite spielen. Ja. IP gebannt, etc. pp. Und deswegen, er hat aus seiner Lektion gelernt, definitiv. Aber die Strafe ist noch zu wenig. Er muss dafür einen Bann kassieren. Er darf nicht in Turnieren spielen. Sollte an oberster Stelle stehen von einem Competitive Game, was sich selbst Competitive Game schimpft, sollte an oberster Stelle stehen, dass man sagt, hier wird nicht geschummelt. Und nicht 2 Wochen. Auch nicht Lifetime. Aber ein halbes Jahr
3 Monate oder sonstiges. Das sollte auf jeden Fall als mindeste Strafe drin sein. Meiner Meinung nach, würde ich bei Epic Games das Sagen haben, würde ich das machen. Es wurde ja auch schon anderen Leuten verziehen. Leute wie Ronaldo und Xiv und wie die auch alle hießen, die haben auch alle Bann kassiert, weil sie geteamt haben. Und ich hoffe, die haben aus ihren Fehlern gelernt. Für mich persönlich, deswegen sage ich, verzeihe ich ihm da auch sehr gerne. Und ich sehe auch, dass der gute Ansatz da ist und dass er bereitwillig ist, aus seinen Fehlern zu lernen. Sieht für mich bis jetzt so aus, aber manchmal mit 15 habe ich sowas auch erzählt und am nächsten Tag was anderes getan. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen möchte. Gutes Video, ich muss auch ganz offen und ehrlich gestehen. Aber wie es Amar schon auf den Punkt gebracht hat, sollte es wenigstens eine kleine Strafe geben. Ich werde als Leader von VVS mit Briff und Ocean nochmal darüber reden. Vielleicht macht Briff auch nochmal ein Video dazu und sagt, ey, das war nicht cool. Und als Konsequenz spiele ich so und so lange keine Turniere mehr. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Beste Community und tschüss.